Der Wanderer zwischen beiden Welten. Ein Kriegserlebnis von Walter Flex. Dem Gedächtnis meines lieben Freundes Ernst Wurche. Kriegsfreiwillig im 3. Niederschlesischen Infanterieregiment 50. Leutnant des Regiments im 3. Unterelsässischen Infanterieregiments 138. Eine stürmische Vorfrühlingsnacht ging durch die kriegswunden Laubwälder Weltschlothringens, wo monatelanger Eisenhagel jeden Stamm gezeichnet und zerschroten hatte. Ich lag als Kriegsfreiwilliger wie 100 Nächte zuvor auf der granatenzerpflügten Waldblöße als Horchposten und sah mit windheißen Augen in das flackernde Helldunkel der Sturmnacht, durch die ruhelose Scheinwerfer über deutsche und französische Schützengräben wanderten. Der Braus des Nachtsturms schwoll anbrannend über mich hin. Fremde Stimmen füllten die zuckende Luft. Über Helmspitze und Gewehrlauf hin sang und pfiff es schneidend, schrill und klagend, und hoch über den feindlichen Heerhaufen, die sich lauernd im Dunkel gegenüberlagen, zogen mit messerscharfem Schrei wandernde Graugänse nach Norden. Die verflackernde Lichtfülle schweifender Leuchtkugeln hellte wieder und wieder in jähem Überfall die klumpigen Umrisse kauernder Gestalten auf, die in Mantel und Zeltbahn gehüllt gleich mir, eine Kette von Speeren, sich vor unseren Drahtverhauen in Erdmulden und Kalkgruben schmiegten. Die Postenkette unseres schlesischen Regiments zog sich vom Bois de Chevalier hinüber zum Bois de Verrine, und das wandernde Heer der wilden Gänse strich gespensterhaft über uns alle dahin.